muss sagen, ich habe die Schnauze mittlerweile jetzt voll. Also für mich aus gesehen ist jetzt genug. Also es hat sich jetzt ein Jahr lang so hinausgezogen und so. Und deswegen, also so langsam sollte man schon irgendwie schauen, dass man das irgendwie in den Griff kriegt. Nun, das Ding, es ist halt für uns in einem Einzelnen ganz schwierig, da wir müssen halt für die Personen Sachen austeilen. Das müssen wir auch ständig desinfizieren. Ich meine, das ist ja kein Problem. Das Problem ist nur, dass es halt mehr Arbeit ist. Aber sonst, nein, nicht wirklich. Es gibt auch das Beispiel jetzt mit Volksschulen, wo es sogenannte Corona-Cluster gibt, wo auch da sozusagen an der Uni, dass man ein bisschen schauen muss, dass da die Zahlen nicht steigen. Ist das für Sie besorgniserregend? Nein, weil ich glaube vor allem auch diese jungen Leute, denen macht das Ganze nicht viel aus. Und von daher sehe ich da kein Problem. Also Präsenzunterricht finde ich im Allgemeinen eh sehr gut, weil über Internet und so hat man halt nie den Bezug irgendwie das zu lernen, als was wir, wenn man dort in der Schule sitzt mit dem Lehrer, dann was man dann fragen kann. Nicht? Das ist halt dann immer auch viel persönlicher so. Deswegen, ich finde diesen Präsenzunterricht schon gut. Wir sind alle miteinander müde. Müde im herkömmlichen Sinn nicht, sondern dass uns vieles abgeht. Es geht uns die Kunst, die Kultur ab. Wir sind müde von den Maßnahmen. Sonst alles okay. Also mir geht es persönlich nicht so gut mit der ganzen Situation schon länger. Also auch psychisch, mental. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass vielen Leuten psychisch sehr schlecht geht. Also das kommt jetzt noch dazu. Es kommt jetzt die wärmere Jahreszeit. Wir haben jetzt schon längere Zeit den Shutdown und wir haben noch immer so hohe Zahlen. Das beruhigt mich schon etwas. Und obwohl wir jetzt auch schon mehrere Impfungen haben, es ändert sich eigentlich nichts in letzter Zeit.